Ich bin zur Songscon gekommen. Ich kenne den Organisator Uli Kuppel, kenne ich schon sehr lange und sehr gut. Und bin deswegen seit letztem Jahr schon dabei und bin als Songwriter im Songcamp, quasi in der Songweek. Und schreibe dort für mich, für mein neues Album gerade, habe 2 Tracks geschrieben, die super schön geworden sind. Und ja, genau, also das ist meine Connection hierher. Und wie gesagt, ich finde es total geil, hier zu sein. Und ich liebe den Vibe und was bei rumkommt. Ich habe von den German Songwriting Awards schon letztes Jahr gehört. Und zwar, ich bin ja vom Reisen zurückgekommen und mein Ziel war eigentlich nach dem Reisen, ich möchte unbedingt Musik machen. Deswegen bin ich auch eigentlich nach Berlin gezogen, weil hier hast du einfach eine unglaublich tolle Szene und ja, um in die Musik reinzukommen, kannst super viele Leute kennenlernen. Also habe ich einfach im Internet mal geguckt, wo kann ich mich bewerben, wo kann ich mitmachen, was gibt es Interessantes. Dann habe ich das letztes Jahr gefunden. Ich habe mich auch letztes Jahr beworben und war eigentlich auch in den Top 10 dabei, habe aber total verschnallt, dass ich in Berlin sein muss, um zu spielen. Also war ich nicht dabei. Also habe ich mir dieses Jahr gedacht, ich versuche es nochmal und jetzt hat es ja dann geklappt, wunderbar. Ja, mein Name ist René Müller, ich komme aus Stuttgart, wohne mittlerweile in Berlin und mache Musik Vollzeit und freue mich riesig, dass ich heute den Singer-Songwriter Award gewonnen habe. Was gefällt mir so gut an der Musik? Ich glaube, seitdem ich das jetzt Vollzeit mache, wache ich einfach jeden Tag mit einem Grinsen auf und freue mich einfach wahnsinnig, ins Studio zu gehen und Musik zu machen. Und was mir am meisten daran Spaß macht, ist, glaube ich, dass ich mich selber ausdrücken kann auf verschiedene Weise. Ich lerne super viele Menschen kennen. Musik ist für mich auch so ein bisschen so ein Rückzugsort, egal welche Stimmung ich habe. Es gibt immer die richtige Musik, die mich irgendwie runterholt. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute irgendwie dafür ausgezeichnet wurde. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt dann bald in ein paar Wochen nach LA zu fliegen. Musik ist für mich ein Kanal, um mich auszudrücken. Ich bin weder ein toller Sänger noch ein toller Gitarrist. Ich bin so ein Gesamtpaket. Für mich ist es in erster Linie eine Kanalisierung von Energie, um Leute abzuholen, zusammenzubringen, abzuliften, sie daran zu erinnern, worum es im Leben geht, ein bisschen den Kopf aufzumachen für ein Open Mind, sie zum Tanzen zu bringen und das alles zu connecten, das ist meine Aufgabe und das bedeutet für mich Musik. Ich spiele Gitarre schon seit ungefähr 14 Jahren, glaube ich jetzt. Gitarre ist so mein erstes Instrument und ich wollte schon immer Klavier spielen und ich finde, Klavier klingt einfach unfassbar gut. Und deswegen habe ich mich da irgendwann mal vor ein paar Jahren einfach an ein Klavier gesetzt und einfach gespielt. Und das mache ich bis heute. Ich kann keine Akkorde spielen, keine Noten am Klavier spielen, aber irgendwie funktioniert es dann trotzdem. Und wenn ich dann im Studio sitze und irgendwie was am Klavier spiele, und der Produzent dann fragt, ja, welche Akkorde sind das denn? Dann hole ich immer erst die Gitarre her, spiele das quasi nach und dann kann ich ihm die Akkorde sagen. Ich finde, Musik und Kunst ist dafür da, dass wir selbst sein können und wir keine Masken tragen müssen. Denn so oft laufen wir eben durch den Alltag und tragen immer diese Masken. Und wenn wir wirklich die Musik machen, die wir wollen und diese Texte schreiben, die wir wollen, dann können wir die Person sein, die wir wirklich sind und das aussagen, was wir wirklich empfinden. Und ich finde, dafür ist Musik da. Und in dem Sinne hat mir Musik immer sehr in meinem Leben geholfen, wenn ich nicht weiter wüsste. Ich denke oft an Susanne zurück, leidenschaftlich ins Vollen Glück. Hand in Hand einen Sommer lang, sie hat mir gut getan.